liebe Zuschauer, wir gehen jetzt gleich ziemlich direkt in den nächsten Punkt rein. Und zwar geht es jetzt um die Zukunft der passiven Kühlung in Kompaktschaltschränken. Jetzt haben wir immer über die großen Schaltschränke geredet. Aber wie sieht es eigentlich in kleinen Schaltschränken aus? Was passiert hier mit der Thermodynamik und der passiven Kühlung? Dazu lade ich ganz herzlich den Bernd Hütter ein. Er ist Produktmarktmanager Cabinet bei Lütze. Bernd, komm doch dazu. Hallo Christian, herzlichen Dank. Hallo. Ich würde sagen, die Bühne gehört dir. Wir sind gespannt, wie das aussieht in diesen kompakten Schaltschränken. Besten Dank. Gerne. Dann auch noch von meiner Seite herzliche Grüße und Hallo zu den SED-Tagen hier. Genau, wie gesagt, das Thema die Zukunft der passiven Kühlung in Kompaktschränken beziehungsweise dann auch in Anlagen, die direkt verbaut sind. Zunächst mal zur Agenda. Vorneweg möchte ich erstmal generell was über das Verdrahtungssystem sagen. Das heißt, wie arbeitet man damit, wie wird das generell so aufgebaut? Dann als nächstes die Problemstellung im Hinblick auf die Thermodynamik. Das heißt, welche Problematiken können sich hier ergeben? Da haben wir jetzt auch schon viel aus der Theorie mitbekommen. Da möchte ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Als nächstes, welche Parameter haben den direkten Einfluss auf meine Temperatur innerhalb des Schaltschrankes? Das sind dann solche Punkte wie Umgebung bzw. auch Aufstellort. Als nächsten Punkt dann Ergebnisse aus der Messreihe, die wir natürlich auch mit unserem Partner der Hochschule zusammen durchführen durften und konnten. Und natürlich als fünfter Punkt dann, welche Anforderungen ergeben sich aus diesen Erkenntnissen dann für meine Temperatur, die ich dann mir wünsche in meinem Schaltschrank. Und natürlich der wichtigste Punkt, die Einsparpotenziale, sprich welche Einsparpotenziale ergeben sich nachher für den Anwender bzw. auch für unsere Kunden. Nun erstmal zur Theorie. Wie wir hier sehen, haben wir auf der linken Seite die Montageplatte, wie wir sie klassisch seit jeher, seit Jahren, seit Jahrzehnten kennen. Das heißt, hier klassisch auf der Montageplatte habe ich meine verschiedenen Kabelkanäle aufgebracht und dazwischen werden meine Bauteile platziert. Wie wir jetzt aus den vorherigen Präsentationen schon mitbekommen haben, sehen wir ganz klar, dass wir hier Verblockungsprobleme und so weiter haben, die wir mit Airstream lösen können. Als direkten Vergleich sieht man dann unsere Airstream-Lösung auf der rechten Seite. Hier nicht mal erschrecken. Wir haben natürlich hier erstmal hier etwas Platz geschaffen. Das heißt, die Bauteilentzerrung, wo der Herr Heidemann vorhin davon gesprochen hat, die haben wir ja nicht realisiert, sondern wir wollten hier einfach mal aufzeigen, welchen Platz kann man generieren. Generell kann man aber sagen, wir ersetzen die Montageplatte 1:1. Das heißt, wenn Sie unser System einsetzen, ist die Montageplatte obsolet und kann ausgebaut und weggeschmissen werden. Das heißt, unser Montagerahmen wird dann eingesetzt und kann 1:1 genau die Komponenten, die Sie verbauen, auch auf unser System adaptiert werden. Das sehen Sie hier auf dem rechten Bild und dazu natürlich auch die ganz vielen Features, die wir mittlerweile in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen, Partnern auch hier geschaffen haben. Das Besondere bei uns, dass wir hier ein kanalloses Verdrahtungssystem haben. Das heißt, die ganzen Kabelkanäle, die hier auch für die Verblockung der Hitze sorgen, die entfallen hier komplett. Dementsprechend arbeiten wir hier auch in zwei Ebenen. Das heißt, im vorderen Bereich haben wir den Komponentenbereich, wo dann direkt bestückt werden kann und die Verdrahtung findet komplett im hinteren Bereich statt. Da kann ich gleich vorneweg sagen, ein ganz wichtiger Punkt, wir brauchen keine Zugänglichkeit von hinten. Das heißt, auch wenn unsere Kunden den Verdrahtungsrahmen vorne ab schon im Rahmen installiert haben, müssen sie nachher nicht von hinten an diesen Rahmen ran. Man kann rein von vorne hier die Verdrahtung durchführen. Ein ganz wichtiger Punkt, wird öfters mal nachgefragt. Dadurch ergibt sich natürlich eine Einsparung bei der Verdrahtungszeit. Wir haben vorhin schon gehört, dass wir hier auch mit vorkonfektionierten Adern arbeiten können. Dementsprechend können wir damit auch direkt beginnen. Und wir haben noch einen weiteren Vorteil, dass wir auch mit einer gewissen Überlänge hier arbeiten dürfen, was bei der Montageplatte ja nicht der Fall ist. Dadurch ergibt sich allgemein ein besseres Klima und dementsprechend auch weniger Hotspots. Zum Schluss, wie ich schon gesagt hatte, das orangene Feld ist einfach nochmal die Platzersparnis. Wie man hier sieht, auf der linken Seite alles schön vollgepackt. Da wäre auch die Reserve von 25% nicht mehr eingehalten gewesen. Und bei uns haben wir natürlich dann dementsprechend 30% mehr Platz. Was erstens für die Bauteilentzerrung genutzt werden kann oder dementsprechend auch sogar für einen kleinen Schaltschrank. Weil Platz ist mittlerweile überall ein Problem. Das Ganze haben wir jetzt natürlich anhand von Standschränken nochmal hier vorgezeigt. Das heißt, den Standschrank, wie wird generell bei uns ein Standschrank verdrahtet bzw. beim Kunde angeliefert. Das sehen wir nochmal auf dem linken Bild. Das ist ein sogenanntes Bügelsystem. Das heißt, die Verdrahtung befindet sich im hinteren Bereich über die sogenannten Bügel. Und auf der rechten Seite haben wir das jetzt auch ganz neu adaptiert für die Airstream-Kompakt-Reihe bzw. allgemein für Kompaktschränke bzw. Komponenten, die direkt in der Anlage verbaut werden.
Das Besondere hierbei ist, dass wir mit den gleichen 16 verfügbaren Steckprofilen am Markt arbeiten. Das heißt, egal, ob Sie jetzt Standschränke einsetzen oder Kompaktschränke, muss sich praktisch der Anwender nicht umgewöhnen, sondern hat die gleichen Profile einfach zur Verfügung. Warum arbeiten wir hier in einem Stützersystem und nicht auch mit einem Bügelsystem? Ja, in den Kompaktschränken haben wir natürlich die Platzthematik erstens in der Breite gegeben und zusätzlich noch in der Tiefe, wo wir vermehrt natürlich hier Probleme zu erwarten hatten. Daher haben wir das Stützersystem eingebaut, wo wir fast stufenlos in der Tiefe auch noch mitarbeiten können. Das heißt, mindestens 5 mm oder sogar geringer haben wir diese Stützer verfügbar und können dann praktisch individuell jeden Schaltschrank einzeln planen, sowohl in der Breite als auch in der Tiefe anpassen. Das heißt, die variablen Steckprofile sind einfach an die gängigen Komponenten am Markt angepasst und somit kann auch jeder Schrank individuell geplant werden, wie es mit der Montageplatte seit jeher ja auch gemacht wird. Der große Vorteil ist, dass wir hier mit den gleichen Profilen arbeiten, bei den Standschränken wie auch im Kompaktsystem, dass wir das Zubehör natürlich für beide Systeme adaptieren können. Hat auch für die Kunden den großen Vorteil, die beides einsetzen, dass sie natürlich eine minimierte Lagerhaltung haben, sollten sie beispielsweise selber aufbauen, beziehungsweise auch natürlich dann Zubehör bei sich selbst auf Lager haben. Jeder kennt's. Wo Strom fließt, entsteht Wärme, wird warm. Das heißt, welche Problemstellung haben wir im Allgemeinen gegeben? Wir haben generell wenig Platz im Schaltschrank und steigende Innentemperaturen zu erwarten. Seit Jahren, seit Jahrzehnten werden die ganzen Komponenten ja immer kompakter, immer kleiner. Die Wärmeverlustleistung bleibt aber generell immer die gleiche. Das heißt, wir haben eigentlich immer höhere Temperaturen, die wir im Schaltschrank ja erwarten, die irgendwie da raus müssen, damit wir nicht irgendwelche Problematiken bekommen. Zudem werden Bauteile dann in Strömungstotgebieten platziert, wie wir es zum Beispiel jetzt hier bei den ganzen Kabelkanälen haben, wo die Verblockung einfach recht groß ist. Das ist mit unserem System natürlich nicht gegeben. Bei dem Graphen sieht man das relativ gut. Ich vergleiche es immer relativ gerne einfach mit dem Saunagang. So einen Schaltschrank kann man sich vorstellen wie eine Sauna. Man geht rein, der Saunaofen wären beispielsweise jetzt hier die ganzen Komponenten, die man sieht, die als kleine Heizung, sage ich jetzt mal, fungieren. Und ja, jeder, der schon mal in der Sauna gesessen ist, der weiß, man hat manchmal kalte Füße und der Kopf, der schwitzt. Und genauso geht es mit den Komponenten im Schaltschrank. Das heißt, was sind die Folgen daraus? Ich habe kurze Lebensdauer der Komponenten. Der Kollege Daniel hat es gerade eben schon angemerkt. Wenn man von einer durchschnittlichen Temperatur von ca. 45 Grad von einer Komponente ausgeht, wofür sie ausgelegt ist, halbiert sich die Lebenszeit, wenn ich 10 Grad mit der Temperatur ansteige. Von dem her muss die Instandhaltung dementsprechend öfters ausrücken und kann nicht zu den geplanten Intervallen die Komponenten dementsprechend austauschen. Das birgt natürlich auch große Hürden, nämlich Produktionsausfälle und Maschinenstillstand. Das gilt es zu vermeiden. Wenn man diese Punkte aber nicht beachtet, kann man das nur vermeiden mit hohen Energiekosten und dementsprechend einem hohen CO2-Ausstoß, weil dementsprechend natürlich mehr aktive Kühlleistung eingebracht werden muss. Jetzt zu den Parametern. Was gilt es alles zu beachten, wenn man so einen Schaltschrank individuell normal betrachten möchte? Hier sehen wir auf jeden Fall nochmal die ganzen Umgebungsparameter. Das heißt, wo steht denn nachher mein Schaltschrank? Ist er freistehend, steht er an der Wand? Ist es eventuell ein anderer Schrank? Sei es jetzt, ob er jetzt eine geöffnete Zwischenwände hat oder auch nicht. Das heißt, die Parameter sind sehr wichtig, denn umso größer die Fläche, umso besser kann natürlich auch die Wärme an die Außentemperatur abgeführt werden. Das heißt, der Aufstellort ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Parameter. Die Theorie ist nur so gut, wie sie nachher auch in der Praxis bewiesen werden kann. Von dem her jetzt auch natürlich hier ein paar Praxisbeispiele. Welche Anforderungen haben Sie jetzt hier aus der Theorie erstmal ergeben? Wir möchten ein einfaches und nachhaltiges Kühlkonzept als passive Lösung schaffen. Wer Lütze aus der Vergangenheit kennt, weiß, dass wir die Erblauer Lüfterbank bereits für die gängigen Komponenten, sprich für die Standschränke am Markt geschaffen haben. Und das Ganze möchten wir natürlich jetzt auch für den Kompaktbereich adaptieren, weil hier natürlich die Thermodynamik auch immer eine größere Rolle spielt. Dementsprechend wollen wir natürlich die Reduzierung der Ausfallwahrscheinlichkeit der Komponenten und Anlagen für unsere Kunden ermöglichen, damit sie wie gewohnt ihre Erwartungsintervalle durchführen können. Dementsprechend muss es auch eine einfache Handhabung sein. Das heißt, auch hier bei der Kompaktlösung möchten wir das genauso einfach gestalten, dass der Kunde das ganz einfach in sein System implementieren kann oder auch im Nachgang, wenn er erst dann merkt, okay, meine Komponenten steigen öfters aus, ich muss hier noch irgendwie eine Lösung schaffen, um ein homogenes Klima zu schaffen, kann er das auch nachträglich von vorne ohne Zugänglichkeit von hinten nach dem Kompaktschrank installieren. Dementsprechend hat er natürlich auch dann Reduzierung von Energie- und CO2-Kosten.
Ja, das optimierte Konzept enthält natürlich dann die Umwälzung der Luft durch Axiallüfter. Das Ganze haben wir natürlich auch jetzt schon durch unsere größere Lüfterbank, die natürlich aber nicht adaptierbar ist in den kleineren Kompaktschränken. Durch die kleinere Lösung haben wir natürlich dann eine Auflösung der Temperaturschichten und der Hotspots. Der höhere Wärmeübergang durch erzwungene Konvektion wird natürlich dann dadurch nochmal unterstützt. Die freie Konvektion ist ja leider nicht immer ausreichend. Das heißt, das kann auch einfach integriert werden in bestehende Systeme und davon ist es dann unabhängig, ob Sie das im Vorfeld schon eingeplant haben oder wie gesagt erst im Nachgang wirklich auffällt, wenn es schon leider zu spät ist oder fast zu spät ist. Und natürlich Baukastensystem, dafür steht Airstream, eine modulare Lösung, damit Sie das auch adaptiv für andere Systeme nutzen können. Jetzt zum Test. Was für Versuchsbedingungen waren bei uns gegeben? Also wie man hier auch schon im Bild sieht, haben wir einen Schaltschrank verwendet von der Firma Rittal aus der RX-Reihe mit den Maßen 600x600x350 in der Tiefe und daraus ergeben sich auch dann die Bedingungen von unserem Rahmen. Das heißt, welche Maße hat mein Rahmen? Die werden dadurch auch schon vorgegeben. Das heißt, wir haben hier einen Rahmen verbaut mit der Breite 550, Höhe 520 und einer 80 mm Tiefe. Das heißt, wir haben hier 50er Stützer verbaut. 50er Stützer sind einfach 5 cm lange Stützer. Wie vorhin gesagt, da können wir sehr flexibel miteinander bauen. Wir haben hier einen Schaltschrank mit 350 mm Tiefe, daher war es recht entspannt. Aber wie gesagt, bei Kunden geht es auch mal relativ beengt zu. Dementsprechend können wir natürlich universal alles anbieten. Eine Leistungsaufnahme, die wir im Schrank verbaut haben, liegt ungefähr bei 110 Watt. Hier haben wir jetzt 3 Axiallüfter verbaut, die im hinteren Bereich, wie auf dem vorigen Bild zu sehen waren, eingebaut sind. Und die haben eine Gesamtleistung von 114 Kubikmeter Luft, die in der Stunde in dem Schrank umgewälzt wird. Also frei blasende Lüfter. Die Umgebungsparameter waren dabei gleich. Wir haben da in der Klimakammer die ganzen Tests durchgeführt. Und in der Klimakammer war darauf eine Temperatur zwischen 28 und 30 Grad gegeben. Aufstellungsbedingungen waren natürlich hier ein freistehender Schrank. Wie gesagt, ist relativ wichtig, wie die ganzen Parameter hier aussehen. Bei den Messungen sah es so aus, dass wir da mehrere durchgeführt haben. Erstmal ohne Verblockung, dann mit Verblockung und natürlich auch ganz wichtig der Vergleich Montageplatte gegen unser erstes Kompaktsystem mit der freien Kühlung. Zum Messaufbau im Messlabor. Also so sieht man auf der linken Seite hier nochmal, wie das ausgesehen hat, mit den 3 Lüftern. Die wurden verbunden, sodass man die auch einzeln nochmal schalten konnte, die Lüfter. Und als Komponenten haben wir einfach direkt hier Heizwiderstände genommen. Das heißt, in diesem Schaltschrank wurden 5 Heizwiderstände verbaut, die auch manuell zugeschaltet werden konnten, beziehungsweise auch wieder abgeschaltet werden konnten. Um das Ganze auch unter praktischen Bedingungen zu testen, haben wir da 10 Messpunkte in den Schaltschrank eingebracht, die über den Komponenten, über dem Schrank, unter dem Schrank, vorne, hinten eingebracht waren und natürlich auch seitlich eingebracht, damit das Ganze auch bei geschlossener Schaltschranktüre auch nochmal betrachtet werden kann. Gearbeitet haben wir da mit dem Messlogger und ein Messzyklus entspricht dabei einer Sekunde. Bevor ich jetzt aber dazu komme, wie das Ganze sich verhalten hat, haben wir natürlich erstmal eine theoretische Betrachtung durchgeführt. AirTemp, der Name ist heute schon mal gefallen. Das heißt einfach, das Wärmeberechnungsprogramm aus dem Hause Lütze. Auf der Homepage kostenlos zur Verfügung, kann jeder Kunde nutzen. Muss sich nur anmelden, dann bekommt er direkt die Parameter ausgegeben. Das Ganze ist jetzt schon eine Weiterentwicklung zusammen mit der Hochschule. Und da möchte ich vorneweg erstmal auf die wichtigen Parameter eingehen, auf die man einfach achten muss. Also, wenn man mal sieht, hier bei der Aufstellung, sorry, falscher Knopf. Genau, hier ganz links, die Aufstellungsparameter, die habe ich ja gerade eben schon erklärt. Ganz wichtig, wie viel Temperatur kann danach wirklich über meine freie Fläche vom Schaltschrank auch abgegeben werden. Dann die Geometrie ist ja meistens vorgegeben. Welche Maße vom Schaltschrank habe ich? Dadurch kann ich ableiten, welche Maße habe ich von meinem Rahmen. Und wie wir auch gelernt haben, Wärmedurchgangskoeffizienten ist sehr unterschiedlich, ob ich jetzt ein Stahlgehäuse habe oder ein Kunststoffgehäuse. Das heißt, auch diese Parameter können wir bei unserer Berechnung mit einfließen lassen. Die Klimatisierung, darum geht es ja heute, was können wir da alles betrachten? Das heißt, als Vergleich erstmal hier die freie Kühlung, das heißt, die Lüfter werden nicht zugeschalten. Dann, wie sieht es aus, wenn ich den Airblower einsetze, wenn ich einen Wärmeübertrager bzw. ein Klimagerät einsetze oder zum Schluss auch, wenn ich das Ganze koppel. Das ist ja bei uns auch eine intelligente Lösung. Und ein ganz wichtiger Aspekt muss man hier sagen,
Wärmeverlustleistung. Warum wird es in Drittel angegeben? Nun ja, viele Anbieter am Markt, wie man sie auch kennt, geben eine Temperatur aus. Das heißt, ich gebe auch nur einmal die Wärmeverlustleistung an. Problem ist aber, wir haben vorhin das Bild gesehen, das ich mit der Sauna verglichen hatte, wenn unten die Füße kalt sind und unten die Komponenten schwitzen, fallen mir die oben die Komponenten aus, obwohl ich in der theoretischen Betrachtung einen Temperaturwert habe, der eigentlich akzeptabel wäre. Von dem her haben wir gesagt, nein, das macht so für uns eigentlich nicht so viel Sinn. Deshalb dritteln wir das Ganze, damit wir noch genauere Werte rausbekommen und dem Kunden noch genauer sagen können, da hast du noch Probleme zu erwarten, da müssen wir auf jeden Fall die ganze Thematik nochmal angehen. Daher wird bei uns das Ganze gedrittelt und dementsprechend bekommen Sie auch Ihre Temperaturen nachher gedrittelt ausgegeben. Hier weiter oben versteckt sich hier der Gleichzeitigkeitsfaktor. Momentan mit 1 berechnet, weil wir natürlich unsere Heizelemente auch dauerhaft haben laufen lassen. Der Daniel hat auch vorhin gerade gesagt, es ist schwierig zu betrachten, wie das ist mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor. Man muss immer schauen, wie takten meine Anlagen, wie takten meine einzelnen Komponenten dann dementsprechend auch im Schaltschrank. Daher 1 bedeutet, alle Komponenten sind gleichzeitig an und laufen auf Volllast. Recht unrealistisch in der Realität. Daher wird meistens von einem Wert von 0,7 beziehungsweise vorhin auch haben wir es in der Praxis gemessen, sogar bis nur 0,4 gerechnet. Das heißt, auch da macht es sehr viel aus. Weiter unten natürlich meine Umgebungstemperatur, die ich zu erwarten habe, denn die Tests haben auch gesagt oder beziehungsweise gezeigt, die Umgebungstemperatur hat linearen Einfluss auf meine Schaltschrankinnentemperatur. Und rein physikalisch ist es leider so, ich kann nicht unter meine Umgebungstemperatur kommen, wenn ich keine aktive Zukühlung herbeiführe. Was wir jetzt hier sogar noch mit eingeben können, was glaube ich auch kein anderer Anbieter am Markt hat, wir können sogar die grafische Höhe mit angeben. Sprich, wo steht nachher mein Schaltschrank? Habe ich den nachher in der Arktis stehen oder nachher auf irgendeinem Gipfel? Also auch das können wir hier mit einfließen lassen. Wenn wir die ganzen Parameter hier zusammengeführt haben, können wir die Berechnung anstoßen und sehen, dass wir jetzt bei unserem Beispiel bei einer freien Kühlung eine Maximaltemperatur im Schaltschrank von 61,3 Grad zu erwarten hätten. Das heißt, ich habe hier ein Problem, ich muss hier was tun. Das wäre eine nicht akzeptable Lösung. Jetzt zum Messaufbau. Heißt ohne Verblockung. Verblockung heißt jetzt hier, wir haben keine Verdrahtung im hinteren Bereich. Das heißt, die Luft kann ganz normal mit den Lüftern nach unten strömen. Wie man hier bei dem Chart sieht, die Temperatur steigt relativ stark an. Natürlich durch die Heizwiderstände haben wir auch relativ nah dann einen Messpunkt hingepackt. Und wie man sieht, der steigt hier auf über 95 Grad an, was natürlich immens ist. Würde jeder Planer sagen, geht nicht, kann ich nicht machen. Bis sich dann die ganze Temperatur erstmal eingepegelt hat, haben wir dann hier die ganzen Lüfter laufen lassen. Und wie man sieht, wirklich in kürzester Zeit wird hier die Temperatur von maximal 95 Grad heruntergebracht auf ein homogenes Klima von im Mittel um die 40 Grad. Das heißt, die Homogenisierung und die Entzerrung der Luftschichten ist hier wirklich immens. Die Luftschichten wurden zusammengeführt, fast die gleiche Temperatur. Und das wäre jetzt sogar ein akzeptabler Wert, wie am Markt ergängig wäre. Jetzt sieht man hier in dem Video unten rechts einfach nochmal den Datenlogger. Also bei dem Start hatten wir dann hier die über 90 Grad. Und wenn man jetzt oben, wie man sieht, werden gerade die Lüfter eingeschalten, geht die Temperatur in kürzester Zeit immens nach unten. Das heißt, man kann generell sagen, die freie Konvektion ist zwar schön, aber meistens nicht ausreichend. Und durch diese Umwälzung bekommen wir einfach nochmal den immensen Effekt bzw. die Vorteile, den wir jetzt hier auch sehen. Genau, jetzt sind wir schon bei dem Wert von knapp 45 Grad und drunter. Jetzt haben wir die theoretische Betrachtung einfach auch nochmal mit dem Airblower durchgeführt. Das heißt, meine ganzen Parameter wie Aufstellung, Geometrie, Klimatisierung, Gleichzeitigkeit, Wärmeverlustleistung und so weiter sind ja dementsprechend gleich geblieben. Den einzigen Parameter, den ich jetzt geändert habe, ist hier oben von der freien Kühlung auf den Airblower. Und was hat sich gezeigt? In der Praxis haben wir es schon gesehen und in der Theorie beweist sich es auch nochmal. Wir haben eine Maximaltemperatur von 45 Grad. Das heißt, das, was wir gerade eben in der Praxis gemessen haben, konnten wir im Vorfeld auch natürlich durch die Theorie beweisen, beziehungsweise nachher auch durch die Praxis. Also homogenes Schaltschrankklima durch die Zirkulationsströmung ist definitiv möglich. Da wir natürlich auch nur Heizwiderstände eingebracht hatten, wollten wir es natürlich auch ein bisschen realitätsnaher aufbauen und haben natürlich auch dann noch gewisse Komponenten fingiert, sprich diese Verblockung hier nochmal mit eingebracht. Das heißt, das sollte einfach nochmal die Komponenten darstellen und die
Heizlüfter sind einfach nochmal dazu noch gelaufen. Diesmal haben wir auch hier die Verblockung, also sprich die Verdrahtung, nochmal simuliert. Das waren dann ca. 30 Meter Leitung, die wir eingebracht haben, 2,5 Quadrat und das natürlich im oberen Bereich. Warum im oberen Bereich? Wir haben es ja vorhin auf der Grafik gesehen. Im oberen Bereich werden die drei Lüfter eingebracht, die dann die Luft nach unten strahlen. Das heißt, wenn wir die Verblockung im oberen Bereich haben, haben wir diese normale Konvektion am meisten behindert. Das heißt, wir wollten auch mal wissen, wie sieht es dann wirklich aus, wenn wir hier sehr viel Verdrahtung vorliegen haben. Die Leistungsaufnahme, wie gesagt, bei 110 Watt ist dementsprechend gleich geblieben. Hier zum Graphen, man sieht auf der linken Seite keine Kabelverblockung. Zur Farbskala muss man gleich sagen, Vorsicht, hiermit ist nicht die Temperatur gemeint, sondern wirklich die Lüftungsgeschwindigkeit. Von dem her sieht man, die Lüfter sind im oberen Bereich, blasen die Luft direkt nach unten und können natürlich ohne Verdrahtung ungehindert um den ganzen Rahmen umherströmen und kommen im oberen Bereich wieder nach oben und werden dann wieder aufgenommen und nach unten geblasen. Im rechten Bereich mit der hohen Kabelverblockung, wie wir es sehen, haben wir hier oben eine direkte Stauung. Das heißt, hier habe ich ja meine Verblockung simuliert, direkt unter den Lüftern und hier prallt natürlich die Luft direkt auf die Adern. Dennoch reicht es aus, dass auch bei einer hohen Packungsdichte genug Luft um den Rahmen geströmt werden kann, damit wir, wie gesagt, das homogene Klima hinbekommen. Das haben wir ja vorhin auch schon gesehen. Hier nochmal den Messaufbau mit Verblockung und Verdrahtungsraum. Das heißt, auch hier ist die Messung wieder gleich verlaufen. Wir haben erstmal die Lüfter ausgeschalten, haben erstmal nur die Heizwiderstände eingeschalten und dementsprechend ist auch meine Temperatur wieder auf über 95 Grad eingestiegen. Dieses Mal haben wir aber die Lüfter einzeln angeschalten. Das heißt, man sieht direkt beim ersten Lüfter den größten Effekt, die größte Temperaturabnahme von 95 Grad bis ja, knapp über 40, 50 Grad. Das heißt, auch da hätte man noch Handlungsbedarf. Das heißt, im Endeffekt kann man nachher auch dann direkt sehen, wie verhält sich das, wie viele Lüfter müsste ich dann nachher auch zuschalten, damit ich meine Temperatur bekomme, die ich dann nachher im Ergebnis auch haben möchte. Das Ganze hier nochmal ein bisschen entzerter gezeigt, mit einer anderen Zeitskala. Da sieht man schon, dass die Temperaturdifferenz noch etwas entzerrt ist und bei den drei Lüftern dann wirklich homogenisiert. Das heißt, auch nachher im Feld wird man nachher selber entscheiden können, der Kunde, ob er dann zwei oder mehr Lüfter einsetzen möchte, je nachdem natürlich, wie viel Leistung er nachher in seinem Schrank auch hat. Fazit. Also, wir möchten auf jeden Fall ein einfaches Kühlkonzept hier schaffen. Das bekommen wir natürlich hin durch eine sehr effiziente Reduzierung der Temperaturen. Wir haben gerade gesehen, dass in Hotspot-Bereichen die Temperatur um bis zu 50 Grad gesenkt werden kann. Wir haben ja gesehen, von 95 Grad auf im Mittel knapp über 40 Grad. Die Luftschichten wurden im Mittel natürlich um 10% dann zusammengefasst. Das heißt, wir haben ein sehr homogenes Klima und natürlich sieht man auch hier bei der Verblockung im rechten bzw. im linken Chart, haben wir die Verblockung, haben eine freie Konvektion und wir hätten definitiv hier ein Temperaturproblem. Im rechten Feld, wenn nachher hier der Airblower eingeschalten wird, haben wir dieses Problem komplett entzerrt. Das heißt, selbst bei starker Verblockung reichen diese drei Axiallüfter im hinteren Bereich aus, um hier das homogene Klima zu schaffen. Dementsprechend habe ich natürlich auch die höhere Lebensdauer der Komponenten. Sprich, die ganzen Intervalle können erweitert werden und die reduzierte Ausfallwahrscheinlichkeit ist natürlich ein ganz großes Thema. Ich würde mal sagen, egal für welchen Anwender, egal für welchen Endkunde. Welche Anforderungen ergeben sich jetzt dadurch an unser System bzw. an unsere Lösung? Also erstmal unsere Axiallüfter werden mit 24 Volt versehen, haben damit eine Leistungsaufnahme von 6,9 Watt und einen Luftvolumenstrom von 38 Kubikmeter Luft pro Stunde, die umgewälzt werden kann. Wie gesagt, das bezieht sich jetzt nur auf einen Lüfter. Wir haben ja bei einer Anwendung gerade eben drei Lüfter gehabt. Das heißt, dadurch ja kommt summiert dann die 114 Kubikmeter Luft Umweltstrom zustande. Temperaturbereich, das sind auch Industrielüfter, die wirklich auch eine lange Lebensdauer haben und können in Temperaturbereichen von minus 20 Grad bis plus 65 Grad arbeiten. Das heißt, die Langlebigkeit dieser Komponenten ist definitiv hier gegeben. Welche Ziele verfolgen wir damit? Definitiv muss hier eine Anbindung unserer Regeleinheit stattfinden. Wie ich ja schon erwähnt hatte, wir haben das Ganze schon im Standschränken implementiert. Das heißt, bei Kunden auch getestet. Unsere Regeleinheit ist auch damit kombinierbar mit Temperatursensoren, sprich PT100-Sensoren, die da eingebracht werden. Und dementsprechend kann die Lüfterbank auch nur zugeschaltet werden, wenn das auch wirklich vonnöten ist.
Das heißt, unsere Lüfterbank läuft auch nicht dauerhaft durch. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Zudem ist diese Regeleinheit auch kombinierbar mit Klimageräten. Das heißt, auch wenn ich eine aktive Kühlung benötige, kann ich das Ganze koppeln. Das heißt, ich lasse beispielsweise erstmal meine airblaue Lüfterbank laufen und nur in meinen heißen Monaten, beispielsweise jetzt hier im Hochsommer in Deutschland, wenn meine Hallentemperatur ansteigt, dann muss ich auch wirklich aktiv zukühlen und das kann das Ganze mit unserer Regeleinheit gesteuert werden. Die einfache Montage hatte ich ja schon erwähnt, recht wichtig auch für Kunden, die nachträglich noch was einbauen wollen, umbauen wollen. Es ist ja auch häufig der Fall, dass noch gewisse Komponenten hinzukommen im Schaltschrank. Dementsprechend erhöht sich natürlich auch dann meine Wärmeverlustleistung im Schrank und eventuell kann es dann nicht mehr ausreichen und ich muss dann hier mit dem Axiallüfter arbeiten. Und daher ist natürlich auch hier die nachträgliche Montage sehr, sehr wichtig. Im Kompaktbereich, wie gesagt, auch die geringe Baugröße. Da wir die Lüfter hinter den Rahmen schalten, brauchen wir auch dementsprechenden Platz. Das würde mit der Lüfterbank nicht gehen, die wir im Standschrank haben. Da haben wir eine Umwälzleistung von 510 Kubikmeter Luft pro Stunde. Dementsprechend sind es auch etwas größere Lüfter. Und für die Kompaktreihe werden dann diese kleineren Lösungen ausreichend sein. Wie gesagt, auch mit denen bekomme ich das homogene Klima in Kompaktschränken hin und sind immer nachrüstbar bei der entsprechenden Rahmentiefe. Irgendwo sind Grenzen gesetzt, physikalisch, aber wie gesagt, ich kann es immer nachrüsten. Nachhaltiges Energiemanagement. Ich glaube, das Bild ist mittlerweile bekannt. Stand oder wurde hier gezeigt von der Süddeutschen Zeitung aus dem Jahre 2016 schon, wo es hieß, mein Haus, mein Auto, meine Eisscholle. Und da war der Titel, eine Tonne CO2 zerstört 3 Quadratmeter Lebensraum in der Arktis. Das heißt einfach nur mal ganz plakativ, wir müssen hier was tun. Wir müssen schauen, wie wir hier Energie bzw. auch CO2 dementsprechend einsparen. Nachhaltigkeit. Ja, was tun wir jetzt für einen grünen Fußabdruck? Das homogene Klima sorgt für eine gleichbleibende Temperatur im Schrank. Somit müssen die Komponenten selber seltener ausgewechselt werden und Ressourcen und Energie werden gespart. Erstens, ich muss weniger Energie aufwenden, da meine ganzen Komponenten länger leben und ich habe natürlich auch weniger Energie, die ich zur aktiven Kühlung in den Schaltschrank einbringen muss. Also das geht natürlich ganz klar hier um bedarfsgerechten Einsatz von aktiven Kühlmedien, also ob ich jetzt überhaupt eins brauche, beziehungsweise auch dann kombiniere mit meinem airblauer Lüftersystem. Und natürlich ist auch der große Vorteil, dass ich, auch wenn ich ein Kühlgerät brauche, eventuell ein kleineres Kühlgerät dann nochmal einsetzen kann. Die Einsparpotenziale liegen ja damit auf der Hand. Also wir haben nochmal die Auflösung der Luftschichten in den Kompaktgehäusen. Das heißt, auch meine Hotspot-Punkte werden hier reduziert, beziehungsweise meine hohen Temperaturen, die ich zu erwarten habe, können nochmal abgeführt werden. Dadurch haben wir auch verschiedenes Zubehör, beispielsweise Airblades heißen sie bei uns. Das sind sogenannte Luftbleitbleche, die dann nochmal bei bestimmten Hotspot-Bereichen partiell eingebracht werden können. Und damit reduziere ich einfach meinen Anlagenausfall. Weniger Hitzestress an den Bauteilen heißt einfach homogenes Klima. Und die Austauschintervalle von Komponenten werden dementsprechend auch verlängert. Die Optimierung des Taktverhaltens der aktiven Kühlmedien ist dadurch möglich, wodurch sich auch dann die CO2-Einsparung ergibt. Ausblick, wie soll es jetzt weitergehen? Also, wir haben ja vorhin schon gesagt, wir sind serienreif auf jeden Fall für die Airblower-Lösung in Standschränken. Momentan sind wir noch dabei, die letzten Zertifizierungen durchzuführen für die Kompaktlösung. Weiterhin werden wir aber noch weitere Feldversuche fahren mit unseren Partnern hier am Markt, mit unseren guten und Kunden, die wir hier haben, die uns auch gerne hier mit Rat und Tat zur Seite stehen und natürlich uns auch die Feldmessungen durchführen lassen. Natürlich ein wichtiger Punkt, den man heutzutage immer dazu sagen muss, wir werden auf jeden Fall hier produzieren, wenn das Material verfügbar ist. Da haben wir auch kompetente Partner, mit denen wir das auch schon lange machen. Auch daher bin ich guter Dinge. Daher bedanke ich mich erstmal. Ja, Bernd, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich komme von der Seite wieder dazu. Liebe Zuschauer, wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie das Chat-Symbol, stellen Sie die Fragen, wir geben die jetzt direkt weiter. Dann würde ich sagen, starten wir schon direkt rein in die Fragen. Kommt ruhig zu mir her. Genau. Die erste Frage liest sich lange. Ich lese mal vor. Wie verhält sich denn die volumetrische Verlustleistung zwischen kleinen und großen Schaltschränken? Verhält sich das linear bezogen auf Leistung und Schaltschrankvolumen? Soll ich? Das ist eine sehr physikalische Frage. Richtig, genau. Also, genau. Erstmal spannende Frage. Denk, worauf das abzielt, ist der Punkt. Man denkt ja immer, so ein kleiner Kompaktschaltschrank, naja,
was soll denn da schon ausfallen? Also für Wärme kann da ja auch nicht abfallen. Ja? Aber wenn man das jetzt eben mal untersucht, ja, das heißt sich anschaut, wie viel Watt fallen da an und welches Volumen hat der Schaltschrank, also Höhe, Breite mal Tiefe, dann kann ich ja Watt pro Kubikmeter beziehen. Ja? Das ist halt ein Maß dafür quasi, wie groß der Temperaturstress dann da drin ist, ja, oder was ich überhaupt abführen muss. Und da haben wir eben die Erfahrung gemacht, das kann eben bis zu den Faktor 2 höher sein bei den Kompaktschaltschränken wie bei den großen Standschränken. Ja. Und das zeigt ja schon, also hier ist auf jeden Fall Optimierungsbedarf gefragt. Ja. Also muss man halt schauen, dann eben durch die Lösung, ja, also durch Umwälzung, dass man eben alles tut, ja, und dann auch bei diesen hohen Verlustleistungen überhaupt die Wärme abführen zu können. Mhm. Bernd, hast du nur Ergänzungen? Ich fand das professionell perfekt erklärt. Dann schauen wir mal weiter, gehen wir zur nächsten Frage, die schon reinkam. Gibt es denn eine Aussage zur Kondenswasserbildung im Schaltschrank? Was muss denn hier beachtet werden? Ja, also generell kann man ja sagen, Kondenswasserbildung ist natürlich auch immer eine Einzelfallbetrachtung. Habe ich ein aktives Kühlmedium, dann muss ich gegebenenfalls darauf achten. Wenn man nur rein mit der Airblower-Situation arbeitet, dann habe ich ja nur Umwälzung der Luft und dementsprechend ja auch keine Kondenswasserbildung ist im jeweiligen Fall. Dann schauen wir mal weiter, was in der nächsten Frage reinkommt. Liebe Zuschauer, wie gesagt, der Hinweis, gerne Fragen reinlaufen in das Chat-Symbol. Fangen wir mit der nächsten Frage an. Warum kann der Schaltschrank mehr Wärme über die Oberfläche abgeben, wenn ein Lüfter eingesetzt ist? Also generell muss man dazu sagen, ein Schaltschrank, ich würde es mal einfach mit einer Heizung vergleichen, umso größer der Heizkörper, umso mehr kann auch an die Umgebungsluft abgegeben werden. Und beim Schaltschrank ist es ja ganz genauso. Wenn ich jetzt hier auch noch einen Lüfter habe, der natürlich auch noch viel mehr Luft umströmt hier im Schaltschrank, habe ich natürlich auch mehr Berührungspunkte an den Schaltschrank, an die Schaltschrankwände und dementsprechend können sie auch besser an die Umgebungsluft dann abgegeben werden. Mhm. Gibt es da Ergänzungen vielleicht von deinem Schaltschrank? Naja, das war sehr professionell. Also. Genau, im Prinzip, um das vielleicht mal kurz zusammenfassen, eben zwei Punkte. Einmal höhere Strömungsgeschwindigkeit innen, also Wärmeübergang ist besser. Und dass man halt auch die ganze Fläche von dem Schaltschrank aktiviert. Wenn man sich jetzt halt vorstellt, man hat sonst einen heißen und einen kalten Part, ja. Genau, also dass man halt einfach die gesamte Oberfläche überhaupt aktiviert, ja. Weil nur wenn die Oberfläche warm ist, kann ich auch Wärme abgeben. Mhm. Eine Frage, die jetzt noch reinkam, ist, wir haben jetzt über den Kompaktschaltschrank geredet. Sind denn die Komponenten für den normalen großen Schaltschrank, die ersten Komponenten, kompatibel zu den kleinen? Wie sieht das da aus? Also zu den Komponenten, es ist ja immer so, dass wir natürlich auch gerne dann die Planung übernehmen für unsere Kunden. Aber welche Komponenten eingesetzt werden, liegt ja in der Entscheidungsgewalt des Kunden, sage ich mal. Von dem her kann man das so nicht pauschal beantworten, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Also ob jetzt Standschrank oder Kompaktschrank, jeder Schrank ist individuell und muss auch dementsprechend individuell geplant werden. Auch von der Temperatur her oder jetzt von der Anwendung an sich. Mhm. Okay, dann gehen wir mit der nächsten Frage weiter. Sind denn drei Lüfter vorgeschrieben oder kann man mit der Anzahl je nach Anforderung gespielt werden, auch im Zusammenhang mit der Regeleinheit? Das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, bei den Standschränken haben wir ja schon ein serienreifes Produkt, das wir auch schon seit Jahren bei unseren Kunden anwenden. Das heißt, da haben wir eine Lüfterbank, die oben eingehängt wird, weil wir auch dementsprechenden Platz haben, hinten in der Tiefe. Bei den Kompaktschränken, wir befinden uns momentan ja noch nicht in der Serienreife und führen gerade, wie gesagt, mit der Hochschule oder mit unseren Kunden schon Feldtests durch. Das ist natürlich auch eine Anbindung über die Regeleinheit. Das heißt, ich kann einmal meine Lüfter auch an Dauerstrom anschließen, dann habe ich keine intelligente Lösung und meine Lüfter laufen die ganze Zeit. Wenn ich eine intelligente Lösung haben möchte, dann muss es über unsere Regeleinheit stattfinden und das ist natürlich dann softwaretechnisch, wie das Ganze dann nochmal eingestellt wird. Mhm. Aber da will ich jetzt unseren Kunden auch nichts vorne wegnehmen. Es wird auf jeden Fall klassisch zum Baukastensystem, zur modularen Lösung, auch hier verschiedene Aspekte geben, verschiedene Lösungen. Also da darf man auf jeden Fall gespannt bleiben, ja. Mhm. Schauen wir mal, was als nächstes reinkam. Ich lese mal vor, genau. Wenn Umrichter mit hoher Leistungsaufnahme im Schrank betrieben werden, benötigt man dann immer eine aktive Kühlung? Auch da eine gute Frage. Wenn ich könnte, Gegenfrage, welche Umrichter, wie welche Verlustleistung, wie groß ist er? Auch da gibt es diverse Leistungsklassen, die man natürlich ganz klar nochmal betrachten muss. Das heißt, pauschal kann man hier das leider nicht sagen. Aber ich habe es ja gerade eben auch schon gezeigt, wir haben da wirklich ein sehr schönes Tool mit der Hochschule zusammen etablieren können, wie die Temperaturen im Schaltschrank berechnet werden können in der Theorie. Das heißt, auch da geht es darum, individuell, wie sieht der Schaltschrank aus, wo sitzt es nachher, in welchem Drittel ist beispielsweise auch mein Frequenzumrichter und ja, was habe ich für eine Gesamtwärmeverlustleistung beziehungsweise auch Gleichzeitigkeitsfaktor. Mhm. Das heißt, auch da pauschal kann man wieder Ja noch Nein sagen. Mhm. Wenn man jetzt Kompaktschaltschränke mit normalen großen Schaltschränken vergleicht,
Ist da ein Unterschied, was die Simulation betrifft, was die Thermodynamik betrifft? Herrschen da wieder andere Gesetze, weil alles ein bisschen enger, kompakter nochmal ist? Ich meine, das ist ja das Schöne an der Thermodynamik, die gilt überall. Ja. Also, genau, aber aus Modellierungssicht, klar, sind dann schon nochmal andere Herausforderungen. Gerade wenn man an das Thema Verblockung denkt, ja, also auch wenn man da jetzt hinten die Packungsdichte anschaut, ja, da ist man schon nochmal vielleicht ein bisschen höher bei den kompakten Schaltschränken, ja, weil das sich eben alles auf engerem Raum abspielt. Oder bei großen Standschränken hat man oft auch noch so Reservezonen drin. Mhm. Sowas hat man im Kompaktbereich auch eher seltener. Aber sonst die Physik und die Modelle funktionieren genauso. Mhm. Okay. Bernd, eine Frage an dich. Wann geht das Produkt in Serie? Ja, das wollen vermutlich viele wissen, klar. Nein, aber momentan verhält sich so, dass wir, wie gesagt, den letzten Test sind. Wir haben auch hier noch Zertifizierungen durchzuführen, weil natürlich auch für unsere international agierenden Kunden möchten wir natürlich eine Lösung schaffen, weil denen ist nachher eventuell egal, wo der Schaltschrank hingeht. Es muss einfach eine Lösung sein, die ich einsetzen kann, egal ob ich den jetzt nach Indien, nach Afrika oder in den USA hin verkaufe. Dementsprechend müssen wir natürlich schauen, dass wir da gesattelt sind, was Zertifizierungen angeht, auch ein ganz wichtiges Thema. Und wenn die Thematiken alle durch sind, dann werden wir auch hier in die Serie einsteigen. Wenn wir wirklich ein Konzept haben, von dem wir vollends überzeugt sind, alle Zulassungen dementsprechend auch haben. Wir gehen aber davon aus, dass wir es dieses Jahr noch auf den Markt bringen werden. Jetzt kommt endlich die Frage nach den Kosten, sehe ich gerade. Was kostet denn so eine Lüfterkombination, wird gefragt. Ja, also im Endeffekt, die Regeleinheit, das wird die gleiche bleiben. Das heißt, sie muss ja noch softwaretechnisch angepasst werden. Dementsprechend können die Kunden gerne auch schon die Preise für die Regeleinheit anfragen, wenn sie es auch schon brennend interessiert. Und bei der Lüfterkombination sind natürlich momentan schwankende Preise am Markt, wo wir einfach schauen müssen, wie verhält sich das natürlich auch über die nächsten Wochen, Monate. Mhm. Da ist ja wirklich eine starke Sprung teilweise drin. Mhm. Aber es wird sich ungefähr an der jetzigen Lösung orientieren, würde ich sagen jetzt mal. Mhm. Dann gleich noch anschließende Frage, wie sieht denn momentan Lieferfähigkeit bei Lütze aus, was Airblow-Komponenten, Airstream-Komponenten betrifft? Habt ihr da schon Einschränkungen auch, wie leider viele? Ja, man muss sagen, Einschränkungen haben wir bislang nicht erlebt. Mhm. Also da muss man sagen, toi, 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 da sind wir wirklich sehr gut durchgekommen. Also durch die komplette Corona-Pandemie hat unser Einkauf da wirklich eine gute Arbeit geleistet. Wir hatten die ganzen Komponenten ständig am Markt, waren immer lieferfähig und waren maximal bei der Rahmenlieferzeit von 2 Wochen. Maximal Lieferzeit. Also da muss man sagen, da hört man ja teilweise leider vieles von diversen Anbietern am Markt, was Lieferzeiten angeht, aber da waren wir im Bereich Cabinet wirklich verschont geblieben. Klingt doch sehr kurze Lieferzeit, wenn man vieles hört. Ja. Super, ich würde sagen, keine weitere Frage ist reingekommen. Dann würde ich sagen, Bernd, Daniel, vielen Dank für eure Zeit, für die Beantwortung nochmal und wir starten dann gleich in den nächsten Slot hinein. Vielen Dank. Danke euch beiden. Danke.